So, ja, Aufnahme läuft auch wieder. Ansonsten hätte ich jetzt auch Schadensersatz verklagt, weil ich das Video wegen ihr zerstört hätte. Nein, Quatsch. Habe ich echt vergessen? Ja, gut, ich war mit Shiro. Ja, stimmt, ich war mit Shiro am Turnier. Und habe ihn dann nur schnell abgestellt, weil ich an die Tür musste. Das war's. So. Mit was reiten wir das denn? Mit was? Mit wem? Reiten wir das? Oh, wir können das ja immer noch nicht mit Cash reiten. Die ist ja noch zu jung dafür. Der kleine Jungspund. Die ist ja noch zu jung dafür. Ich würde immer noch gerne wissen, wann der erwachsen wird. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Nehmen wir heute nochmal die Remedy. Die Cashew kann es, glaube ich, auch noch nicht von den Werten her. Ich glaube. Ich glaube, sie muss noch ein bisschen was lernen. Zumindest wäre sie nicht so schnell, wie sie sein müsste, glaube ich. Kann das sein, dass meine Brille gerade schief sitzt? Ich habe das Gefühl, ich habe die mit meinem Headset gerade verschoben. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld wir aus diesem Turnier rausbekommen. So. Rivershine Town Intermediate 2350. Ja, tatsächlich, Lupin Meadow bringt das Intermediate am allermeisten. Ja, krass. Oh, ausgerechnet das, was ich am wenigsten mag. Naja. Müssen wir durch. Aber das hier mag ich tatsächlich ziemlich gerne. Und das ist auch das erste und einzige Turnier, wo ich sagen würde, ja, hier lohnt sich wirklich ein bisschen Flexibility. Weil hier muss man jetzt halt wirklich eng um die Kurve. Da muss ich jetzt momentan in Trab für gehen. Ich weiß es nicht, ob man das mit mehr Flexibilität auch im Arbeitsgalopp schafft. Wahrscheinlich. Aber, oder zumindest leichter. Aber hier, das ist der einzige Parcours, wo es so ein bisschen härter ist, wirklich den zu reiten. Jetzt fühle ich mich gerade wieder in eine Demo zurückversetzt. Weil ich den Parcours hier einfach so oft geritten bin. Um mir die Rare Horses freikaufen zu können. Guck mal hier, 1,4. Vor allen Dingen, wenn man sich das mal überlegt, wie schnell wir hier durch sind und uns das Geld erritten haben. Das finde ich halt auch wirklich krass. Die Ecke beim Sattler finde ich da echt schrecklich. Die ist super schwer. Jo, sie wieder wie. Ach, sie ist so süß. Die ist aber noch nicht ready. Ich glaube, die glüht wirklich durchgehend und dauerhaft. Wenn, wenn die bereit ist. Ich glaube, ich reite das gerade direkt nochmal, weil es halt super schnell geht für das Geld. Wie ich mich bei dem Rennen aufgeregt habe. Also am Anfang, also wenn man es erstmal kennt, die Ecke, dann geht's. Aber wenn man da so das erste Mal durchreitet, das ist halt echt so. Okay. Echt cool, was die Entwicklerin alleine geschafft hat. Bin da echt gespannt, ob die anderen Pferdespieler in der Entwicklung mithalten können. Bei Astride bin ich da positiv gestimmt, aber von dem Horse Life Simulator hat man zum Beispiel seit Monaten nichts gehört. Ja, da bin ich auch so ein bisschen, bin ich mal gespannt, was da passiert. Astride habe ich jetzt meinen Early Access Key. Da kann man ja noch nicht wirklich viel machen. Oh shit. Nein! Muss ich mal gucken. Wann, wie ich da was zu hochlade.
beziehungsweise wenn ihr jetzt diese Folge hier auf YouTube seht, ist das schon ganz, ganz lange oben. Was da halt wirklich krass ist, sind die Systemvoraussetzungen. Ich bin mal gespannt, ich habe mir fest vorgenommen, das Ganze auch mal auf dem Laptop von Dennis zu testen, weil der nämlich definitiv eigentlich zu schlecht ist und ich will mal gucken, was dabei dann rauskommt. Beim ersten Versuch eiskalt dran vorbeigeritten. Ja, ich auch. Ich auch. Das war also komplett verpeilt, dass ich da oben drüber muss. Guck mal, jetzt haben wir... Halt, stopp, ich muss ja noch mit ihr reden. Jetzt geht die Zeit echt schnell rum. Aber es ist okay. Fast. Oh, wie viel Spaß es gemacht hat, dir dabei zuzusehen, wie du beim Market Sprint teilgenommen hast. Also beim Market Sprint. Hoffentlich. Hoffentlich stören wir unsere Nachbarn nicht zu sehr, wenn wir um ihre Shops herumreiten. Solange wir nicht das Pferd auf den Parkplatz stellen, ist alles gut. So, hier gibt's einen oder hier hast du deine extra Belohnung für den Wettbewerb. Ich weiß, dieser war sehr, sehr tricky. Ja, ich habe einen Key bekommen. Oh, hier, Orchard Grass. Das klauen wir jetzt den armen Schäfchen vor der Nase weg. Den Schäfchen. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, ab auf die Weide. Und jetzt können wir uns eigentlich noch Shiro krallen. Warte mal, wie lange dauert... Das müsste jetzt noch 2 Tage dauern, oder? Dann müsste doch eigentlich 3 Tage. Dann müsste aber Cash eigentlich auch bald mal erwachsen werden. Ah, warte mal, Shiro, bleib da hinten stehen. Ich komme gerade noch zu ihr. Dann müsste Cash eigentlich auch bald erwachsen werden, weil ich habe doch eigentlich... Hab ich die doch decken lassen? In dem Moment, als Cash von ihr wegkam. Dann hatte sie 7 Tage Tragzeit und 7 Tage Fohlenzeit. Das sind 14 Tage. Und 14 Tage ist ein junges Pferd, bis es erwachsen wird. Also von daher müsste er jetzt eigentlich bald erwachsen werden. So. Ich gehe auf solche komplett Pferde... fremden, fernen Fragen eigentlich gar nicht ein hier in den Streams, Rebecca, weil es einfach für die Leute komplett uninteressant ist, die das Spiel wegen des Projekts auf YouTube schauen. Aber ich sag dir jetzt trotzdem mal kurz Bescheid, dass ich WoW nicht mehr zeigen werde, weil ich einfach das Geld nicht habe, das monatlich zu bezahlen. Und die Erweiterung müsste ich ja auch noch kaufen und das ist einfach nicht drin. Deswegen, ich würde es total gerne wieder spielen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Muss ich leider sagen. Alles gut. Wir haben auch gerade keinen Mod da. Ansonsten, wenn ihr Ausrufezeichen ROR in den Chat schreibt, dann kommt eine kleine Information, was die Range of Rivershine Streams angeht. Hi Emmy. Deswegen bin ich jetzt auch mal drauf eingegangen, weil es ja jetzt auch nicht regelmäßig vorkommt. Mich momentan noch Alicia Online zocke, tatsächlich gar nicht. Weil die einzige Zeit, die ich mal privat zocken kann, die ist, wenn ich an Dennis Laptop zocke. Und ich finde, mit diesen ganz, ganz flachen Tasten am Laptop kriege ich persönlich bei Alicia Online einen Knoten in die Finger. Das macht mir leider gar nicht so viel Spaß. Und ich möchte einfach nicht, wenn ich dann mal irgendwie Zeit habe zu zocken und ich dann und es dann abends ist, will ich nicht die ganze Zeit hier isoliert in meinem kleinen Räumchen sitzen. Deswegen spiele ich das tatsächlich eigentlich gar nicht mehr. So. Komm, jetzt reiten wir aber noch ein anderes Turnier.
Lupin Meadow reiten wir mal noch. Das bringt ja am meisten Geld. Uns fehlen jetzt noch knapp 200.000. Bis wir uns den großen Stall kaufen können. Shiro ist mega hübsch, ja. Da war ich auch so happy, als ich den gesehen habe im Auktionshaus, weil ich ja so selten Rappen habe. Beziehungsweise war er der erste, wo irgendwie Rappe mit drin war. Deswegen war klar, okay, den muss ich da jetzt definitiv rausfischen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Wobei das auch mal noch eine Idee wäre. Ja, obwohl. Oh nee. Ich hab gerade kurz daran gedacht, Pancake von Shiro decken zu lassen. Wenn sie soweit ist. Weil ich dann zwei Pferde hätte und die Möglichkeit auf den Black. Also auf den Rappen. Ah, Mist. Naja, macht nichts. Auf den Rappen ohne Scheckung. Aber. Ich habe ja schon mal Cashew und also eigentlich dürfte ich das gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob es geht, aber es wäre Inzucht. Weil Pancake ist ja Shiros Tochter. Ich finde Lupin Meadow an sich finde ich schön. Aber mir ist das ein kleines bisschen zu leer. Ich liebe die Musik. Die finde ich richtig, richtig schön. Ich mag einfach auch die Landschaft sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich würde mir da nur ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Leben in dem Gebiet noch wünschen. Das wäre eine schöne Sache. So. Heute haben wir noch keine Quest für die nächstbesseren Pferde. Ah ne, komm, da hinten reite ich mal vorbei, wenn ich einen reitbaren Untersatz unterm Hintern habe. Kann man dem Charakter eigentlich auch neue Klamotten geben? Momentan noch nicht, wird aber noch reinkommen. Irgendwann im Laufe der Early Access Phase kommt das noch rein. Geht mir in Pine Forest eher nicht ausreiten, ist ja sehr schön, aber die Rennen sind mir zu stressig. Die Rennen mag ich tatsächlich in Pine Forest genau deswegen lieber, weil da mehr passiert. Dort ist sehr viel Platz für Wildpferde, das stimmt, das stimmt. Deswegen muss ich auch sagen, freue ich mich unfassbar auf die Azure Coast. Weil ich liebe das Meer. Das Meer ist für mich, also generell draußen in der ruhigen Landschaft kann man wunderbar entspannen. Ich bin auch gerne im Wald. Aber, am Meer, an der Küste, finde ich es irgendwie halt nochmal, weiß ich nicht, also da fällt so alles von mir ab. Und deswegen freue ich mich auf das Gebiet mega. Wobei ich auch auf Rocky Mountain sehr gespannt bin. Also wenn Rocky Mountain wirklich so aufgebaut ist wie die Rocky Mountains, was ja eigentlich nahe liegt, oh mein Gott. Dann wird das mit Sicherheit ein richtig schönes Gebiet. Ha, also ganz ehrlich, aber als Fohlen ist sie einfach so was von zuckersüß.
glaube, das liegt daran, dass ich diese Maussteuerung nicht ausstehen kann und die engen Kurven mich nerven. Vielleicht wird es mit mehr Flexibility besser. Also ich bin sowieso mal gespannt, wie sich die Flexibility auswirkt. Ich habe ja bislang auch noch kein... Ach, guck, wie sie einfach jetzt so hinter mir herkommt. Ich habe ja bislang noch kein Pferd, was einen höheren Flexibility-Wert hat. Ich weiß gerade gar nicht, welches Pferd überhaupt von mir am meisten Flexibility hat. Ich tippe auf Cash. Cash, komm mal her. Ich will mal gucken. Du bist wahrscheinlich immer noch zu jung. Ja. Ja, der hat 28, okay. Damit ist es jetzt auch nicht so weit her, muss ich sagen. Ja gut, also momentan 32. Momentan kann ich hier tatsächlich nicht viel mit euch machen. Weil, tatsächlich kann ich gerade noch nicht so viel mit euch machen, weil ich jetzt momentan wirklich erstmal abwarten muss. Oh, da haben wir nochmal Samen bekommen. Saatgut. Dass wir neue Pferde bekommen können oder jetzt wieder züchten können. Weil jetzt gerade kann ich tatsächlich eigentlich nur Turniere reiten. Ich kann nicht trainieren. Weil ich kein Pferd mehr habe, was trainiert werden kann. Nee, tatsächlich. Tatsächlich kann ich sonst gerade nichts anderes machen. Deswegen ist jetzt mein Ziel, auch die Statue hier in Rivershine nochmal zum Leuchten zu bringen. Dass wir wieder 10% Potenzial erhöhen können. Das würde ich aber wieder Cashew geben. Auch wenn das vielleicht bei einem anderen Pferd tatsächlich sogar besser aufgehoben wäre. Oh, hier. Die leuchtet ja jetzt krass. Oh, oder holen wir, geben wir das Potenzial Remedy. Was meint ihr? Soll Remedy das Potenzial bekommen und in Ausdauer trainiert werden oder sollen wir es doch nochmal direkt Cashew geben? Ich bin mir unsicher. Was meint ihr dazu? Ja, Remedy bringt mir an sich mehr, ne? Selina sagt Remedy, Alex hat Remedy, Brina sagt Remedy. Ja, komm. Komm mal mit. Und dann werde ich zusehen, dass ich das alles... dass ich das alles in Ausdauer gesteckt kriege, so gut es geht. Ausdauer wäre auch mal wichtig. Kommt so auch ein bisschen Flexibility dazu. Zwangsläufig, wenn wir im Kreis reiten. Aber macht nichts. Das sind die beiden Werte, die momentan am niedrigsten sind bei ihr. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.